Hallihallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch Blood and Glory Immortals vorstellen. Erstmal können wir hier zwischen drei Helden wählen. Hier haben wir den ersten, den Hexenmeister. Optisch echt cool, der Typ. So, dann können wir uns hier auch eine Info angucken über den. Von Geburt an blind, hat aber sehr einen als hoher Priester des Orakels verbracht. Er saß in der Höhle und verbreitete seine göttliche Weisheit. Doch er war nicht untätig. Während seiner Zeit als Orakel trainierte der Hexenmeister seinen Körper und Geist und kann über die mystische Macht der Götter gebieten. Alles klar. So, haben wir erstmal den ersten. Dann können wir uns den Gladiator hier mal angucken. Was kann der? Der Gladiator wurde von einem Senator eines Kriegsverbrechens bezichtigt, dass er nicht begangen hat. Zum Tode verurteilt, wird er den Kampf in der Arena als letzte Chance zu überleben. Sein Erfolg als Kämpfer war unvergleichlich und nun ist er einer der Lieblinge des römischen Volkes. Alles klar? Also das ist der zweite Held, den wir haben. Wie gesagt, hier haben wir den Hexenmeister, dann den Gladiator und dann kommt hier die Barbarin. Optisch sieht die auch ganz nett aus, die Braut. Hier checken wir natürlich erstmal ab. Gerüchte zufolge stammt die Barbarin direkt aus Ares ab. Unter dem Joch der römischen Herrscher haben es ihre stolzen Krieger nicht leicht. Wenn sie die Regierung vor den Göttern retten kann, so haben es ihnen die Senatoren versprochen, werden sie als Königin und ihre Leute die römische Staatsbürgerschaft und eine Stimme im Senat erhalten. Gut, jetzt können wir uns aussuchen, mit wem wir zocken wollen. Ich würde sagen, ich nehme den Hexenmeister, den finde ich optisch am coolsten. Sieht aus so wie, wie soll ich sagen, wie in Assassin's Creed, wie... Naja, sieht optisch auf jeden Fall cool aus, der Typ. Den nehmen wir mit dem Hexenmeister. Zock mal eine Runde. Ich bin gespannt, was hier geht, wie wir hier zocken und. So, optisch sieht es erstmal cool aus. Hat so einen kleinen Style von Diablo, finde ich. Was haben wir hier? Ah, hier können wir unseren Charakter bewegen, okay. Verwende das Steuerkreuz, um dich durch das Level zu bewegen. Alles klar, kommen wir hier unten durch? Nee, kommen wir nicht. So, dann müssen wir hier erstmal lang zwitschern und checken, was hier so geht. Gut gemacht, okay, die erste Aufgabe haben wir erledigt. Was ist die nächste Aufgabe? Müssen wir hier einfach weiter? Also von der Grafik her kann man echt sagen, ist der absolute Kracher, diese App. So, was haben wir hier? Hier ist nichts so weiter. Dann können wir hier runter gehen und gucken, was hier noch so geht. Töte einen Gegner, um die Barriere zu entfernen. Okay, machen wir. Gut, den haben wir gekillt. Dann können wir hier natürlich auch erstmal wieder alle zerstören. Dann gucken wir, wo es hier weiter geht. Hier jetzt weiter. Hier müssen wir runter. Alles klar, da haben wir hier auch gleich wieder ein paar Gegner. Auf jeden Fall richtig geil gemacht. Optisch eine Hammer-App, die auf jeden Fall auch richtig Laune macht für den Anfang. Also hier sehen wir, hier unten das Rote sind unsere Lebenspunkte, das Linke wird unser Mana sein, jedenfalls von aus. Das wird so wie in Diablo sein. Was haben wir hier? Drücke eine Fertigkeiten-Taste, um deine erste Fertigkeit einzusetzen. Okay, Alter, was macht der? Das ist ein Move, krasse Sache. Den hätten wir uns jetzt sparen können, weil wir gerade keinen Gegner am Start hatten. Aber jetzt können wir sie machen. Alter, richtig geil. Das läuft auf jeden Fall wie Sau hier. So, die killen wir natürlich erstmal alle. Den machen wir hier nochmal mit unserer Special-Fertigkeit fertig. So, dann haben wir das gemacht. Du wirst den Leben nach 4 Sekunden verlassen. Das Level verlassen. Alles klar. Gut, das Level haben wir aber geschafft. War auf jeden Fall eine Top-Runde für uns. Blood and Glory Immortals heißt die App. So, 2:30, 6:15 und 10 Minuten. Wir haben 1:41 gebraucht, also haben wir auf jeden Fall top geackert hier. Robuste Schulterpanzer haben wir bekommen. Geile Sache. Damit können wir unseren Helden mit Sicherheit auch gleich mal ausstatten. Was können wir jetzt mal, also von der Optik her, hammergeil die App. Sehen wir erstmal auf Fertigkeiten und können hier eine neue erlernen. Fertigkeiten können mit Münzen erlernt oder vorzeitig mit Edelsteinen freigeschaltet werden. Jetzt haben wir hier aber so eine gratis Fähigkeit. Mana-Kosten, okay. Gehen wir hier auf okay. Dann haben wir die neue Fertigkeit am Start. So, was können wir noch machen? Wir können die bestimmt so updaten. Wie ich hier sehe, erlaubt es kurzzeitig zu verschwinden und den Angriffen der Feinde zu entgehen. Kostet 50 Mana und hat 4 Sekunden Abklingzeit. Nächste Stufe 45 Mana, 3,5. Okay. So, dann gehen wir hier erstmal auf zurück. Was haben wir hier? Nachrichten oder was ist hier für die Republik? Okay, dann können wir in den Kampf gehen. Ich lese mir das jetzt ja nicht erst durch. Ich habe ja keinen Bock drauf. Absolviere den Level für Republik in Normalmodus. Okay, dann gehen wir in den Kampf und beginnen einfach mal.
für die Republik. Gucken, was hier so geht. Auf jeden Fall optisch richtig geil von der Grafik. Extrem cool gemacht. Kann man nichts anderes sagen. Also, dass das eine Gratis-App ist, ist auch extrem cool, finde ich. Also, andere App-Entwickler würden dafür auf jeden Fall ein bisschen Kohle verlangen, denke ich jedenfalls mal, weil die App ja doch relativ extrem krass ist und auf jeden Fall, denke ich mal, anspruchsvoll war, um die zu erstellen bzw. zu programmieren. Aber so ist es auf jeden Fall cool. Die geschmeidige Bewegungen von unserem Charakter sind auf jeden Fall auch mit bei. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, es ist extrem cool gemacht. So, dann gehen wir hier weiter. Wo müssen wir lang? Hier hinten rum, alles klar. Die 3D-Grafik ist auch cool, weil das schwenkt so ein bisschen um die Kurven. Finde ich auch cool. Was machen wir hier? Ah, hier konnten wir uns wegbeamen, alles klar. Jetzt machen wir erstmal nochmal einen fetten Move und killen hier nochmal ein paar Typen. So, was können wir jetzt machen? Ah, das machen wir erstmal hier kaputt. Genauso sieht es nämlich aus. Dann sammeln wir hier das ein, was wir einsammeln können. Und zischen hier hoch und machen hier natürlich auch weiter. Hier haben wir gleich wieder einen Gegner. Da können wir natürlich gleich wieder unsere Special-Fähigkeit nutzen, um unsere Gegner hier schnellstmöglich zu killen. So, was geht hier noch? So, klatscht den um. Genauso sieht es nämlich aus. Dann machen wir hier gleich weiter. Ah, da müssen wir lang, dann würde ich sagen, gucken wir aber erstmal, ob wir hier noch irgendwie was finden, was wir hier brauchen können. Irgendwelche Gegenstände, die irgendwie für uns wichtig sind im Verlauf des Spiels, aber sieht nicht so aus. Von daher können wir jetzt hier erstmal weitergehen. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, von der Bedienung her finde ich es auch cool. Also egal, wo ihr hier hinklickt, hier seht ihr, jetzt habt ihr hier das Steuerkreuz, wenn ihr hier unten klickt, habt ihr das hier. Muss ich auch sagen, ist extrem geil gemacht. Also haben sie sich wirklich was einfallen lassen, ist nicht nur so eine stumpfe App wie viele andere, sondern ist wirklich durchdacht die ganze Angelegenheit und von daher kriegt die von mir auf jeden Fall aus dem ersten Blick hier volle 5 Sterne. Komm, 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 kill den Kollege. Yo, jetzt sind wir im nächsten Level, Level Nummer 3, den Gegner haben wir auf jeden Fall auch gekillt. Jetzt können wir hier gucken, ob wir noch was einsammeln können, aber wie ihr seht, ist es doch gleich vorbei, wir sind gleich raus aus dem Level. So, 2:11 haben wir gebraucht, 2 Minuten Wert für A gewesen, 4:20 für B, also waren wir im gesunden Mittel, eher am A dran, aber hat nicht gereicht, von daher drauf geschissen, wir tippen, um fortzufahren. Jetzt haben wir eine robuste Robe bekommen, gut, die nehmen wir natürlich auch erstmal mit, dann haben wir hier unsere Aufgabe erledigt. Und nehmen unsere Questbelohnung gleich mal an. So, dann gehen wir zurück. Könnten natürlich gleich in den nächsten Kampf. Was haben wir hier bei Tribute? Bürgerliches Tribut, kaiserliches Tribut und Senatorentribut. Okay. Wisst zwar nicht, was das jetzt so richtig ist. Einmal kaufen. Ich will das ja nicht kaufen. Aber müssen wir wahrscheinlich machen. Ist halt so, von daher drauf geschissen. Stab des Dominus. Alles klar. Der ist mit Sicherheit richtig cool. Gehen wir auf weiter. Dann gehen wir hier auf zurück, gehen nochmal auf zurück. Jetzt können wir auf unser Inventar drauf zugreifen und können jetzt natürlich anlegen und uns verbessern. Hier seht ihr mit den Pfeilen nach oben, seht ihr natürlich auch gleich, dass wir uns damit auch verbessern würden. Jetzt sollen wir aber erstmal wieder zurückgehen. Mann, ey, gehen auf Kampf und können im Tempel des Grauens weiter zocken. So, aber ich würde sagen, das machen wir nicht jetzt, das machen wir dann im nächsten Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was, bis dann, ciao.